Herzlich willkommen in der Kollerwecker Kirche. Das ist ein Wahnsinnsbild, muss ich sagen. Ich glaube, so voll war die Kirche noch nie. Ja, ist wirklich so. Wir standen eben so ein bisschen im Verein und hörten, es sind keine Plätze mehr frei, wo sollen wir hin? Kommt überhaupt noch durch, wenn wir reingehen? Schön, dass ihr alle da seid. Echt cool. Wie ihr seht, wir haben gerade noch mal ein paar Stühle geholt, damit sich auch noch ein paar hinsetzen können, weil es ist ja mal wirklich ein bisschen krass voll. Ja, wir sehen ganz, ganz viele Leute in der Kirche, wirklich aus allen Orten. Ich habe Löwendorf, Hummersen, ich glaube, ich kann alle Orte in meiner Liste aufzählen. Aber auch Schwalenberg, Hummersen, also es sind auch überregional welche dabei. Sonst sind die Steine einfach am Start. Genau, ich glaube, alle aufzuzählen. Den Bürgermeister habe ich gesehen, den amtierenden Kollerwecker König, die Königin habe ich gesehen. Ja, ich glaube, wir wollen starten. Begrüßt mit uns einmal mit lautem Applaus die Jugendschwimmerzug des Kollerwecker Schwimmerzugs, bitte.
und man merkt schon, ganz viele Jugendliche bleiben noch sitzen, weil wir musizieren am liebsten zusammen. Ja, unser Jugendschulmannzug, die Jüngsten sind 9 Jahre alt, also es geht schon ganz früh los. Und es ist einfach schön, ein Musikinstrument zu spielen, ob jetzt Geige oder Klavier, alle schöne Stücke. Der Vorteil beim Spielmannzug ist, dass man gemeinsam spielt. Und deswegen ist eigentlich das Musizieren im Spielmannzug so schön. Wir wollen auch im Frühjahr wieder eine Mitgliederbörse machen. Ideal ist immer so ab 8 Jahren, wenn die Leute eintreten. Cool ist aber auch, wenn man schon ein bisschen älter ist und eintritt. Zum Beispiel hier Sabine und Birgit, meine Übungskinder, sage ich immer. Relativ spät eingetreten und trotzdem top dabei. Und also wenn man auch mal im älteren Alter Lust hat, immer gerne. Ja, abgesehen von Colonel Boogie haben wir das erste Stück mit dem kompletten Stammzug. Das ist ein neues Stück, was wir in diesem Jahr einstudiert haben, letztlich San Lorenzo, das ist ein argentinisches Stück. Und ja, wir freuen uns schon sehr drauf, mein heimliches neues Lieblingsstück. Von daher wollen wir mal schauen, was es klappt. Thank you.
Konzertsaal in Berlin wird eingeweiht. Ein gewisser Johann Strauss Junior präsentiert ein Stück, was er Hand in Hand nennt, weil er die Verbundenheit zwischen Österreich und Deutschland ein bisschen zeigen möchte. Aber gleich nach der Premiere wird es umbenannt in Der Kaiserwalzer. Und ich glaube, wir werden es gleich merken, warum, weil es einfach Melodie, die Kaisermelodien sind, die man so im Walzer spielen kann. Und ja, ich glaube, da gibt es auch eine Geschichte, oder? Ich wollte gerade fragen, wolltest du nicht noch eine Geschichte dazu erzählen? Ja, ich bin ein bisschen einstudiert, aber merkt es gerade. Naja, wie kriegt ein Mann wie Ralf Escher, wir sehen ihn gerade vorne am Pult stehen, wie kriegt er es hin, Laienmusikern wie uns so ein Stück beizubringen, was wirklich normalerweise ein Symphonieorchester spielt? Und das schafft er nur in dem Grund, dass er eine Geschichte erzählt. Er sagt, stellt euch ein Mädchen vor, eine Frau vor, die gerne tanzen möchte, die gerne, unglaublich gerne mal Walzer tanzen möchte, und das werden wir gleich auch ein Stück merken, sehr nervös ist. Sie steht vor dem Ballsaal, geht dann irgendwann die Treppen rauf und ist unglaublich nervös. Und dann klingt der erste Walzer, der zweite Walzer, dritte Walzer, vierte Walzer, sehr bekannte Melodien. Und ganz zum Schluss, auch das hört man wunderbar in der Melodie, kommt sie nochmal ins Träumen. Die Musik wird ganz ruhig und Strauss hat sich natürlich nochmal ein fulminantes Ende ausgedacht. Und das werden wir alles gleich in der Musik erleben. Vielleicht der eine oder andere nochmal meine Worte über diese Geschichte, die Ralf uns erzählt, um uns näher zu bringen, wie man dieses Lied fühlen muss. Also ich hatte eigentlich gedacht, er erzählt jetzt die Geschichte von Sissi und Franz, aber naja, auch okay. Das ist ein halbes Buch. Genau. Ja, und ich glaube, nervös sind alle hier, die das jetzt spielen, außer die, die das schon gefühlt so 20 Jahre irgendwie machen, bei dieser träumerischen Melodie. Ich sag mal, das ist das moderne Schützenfest, was da läuft. Früher hat man das zum Walzer bei Sissi und so gemacht, heute tanzen wir alle auf dem Schützenfest und danach gehen wir auch nach Hause und fangen an zu träumen. Und wir lassen uns auch so einiges durch den Kopf gehen. Aber da ist der Kaiserwalzer doch noch ein bisschen chiller. Viel Spaß! Thank you.
Stücke kann man nicht irgendwo kaufen, die müssen geschrieben werden. Und das macht ein Mann, der gerade vorne gestanden ist, der Ralf Escher aus Hessisch-Oldendorf, der uns seit 30 Jahren mittlerweile 16 Mal im Jahr besucht. Und naja, diese Stücke, wie gesagt, ich hatte es gerade erwähnt, muss man halt selbst schreiben und das macht halt Ralf Escher. Die Schwierigkeit bei so einem Stück ist, ein Symphonieorchester kann in 8 Oktaven oder höher spielen, also 8 Tonleitern. Ein Spielmannszug schafft es maximal auf 4. Frag dich, was eine Oktave ist, ich weiß es nicht. Ja, maximal auf 4. Braucht er für einen normalen Marsch, das Umschreiben, ungefähr 12 Stunden. Der Kaiserwalzer ist ja nicht in einer zweistelligen Zahl an Stunden umgeschrieben worden. Circa 100 plus. Dafür haben wir einen Blumenstrauß organisiert für Ralf und Gisela, weil die dieses Schmuckstück ja für uns geschrieben haben. Ganz ehrlich, wer möchte nicht mal so Sissy-Träume haben? Ist schon geil. Und den übergibt jetzt, Gisela kann heute leider nicht da sein, aber Ralf übergibt die Grüße und auch den Strauß. Ne? Ja. Herzlichen Dank nochmal.
Wir wollten das Orchester nochmal vorstellen. Normalerweise, also vor 30 Jahren, bevor Ralf bei uns war, nannten wir uns einen traditionellen Verein, also sprich den einfachen Trommel, die Spielmannsflöte oder auch Sopranflöte genannt. Ja, und mittlerweile spielen wir eigentlich auch wie ein Orchester, deswegen sind mehrere Flöten und auch mehrere Stimmen. Von daher vielleicht alle, die eine Diskant haben, vielleicht Ina, einmal bitte aufzeigen, damit man so sehen kann, wie die Diskant aussieht. Das ist die kleinste Flöte, eine Soloflöte, genau. Drei schrille Stimmen. Flöte. Werden wir gleich noch einmal hören. Dann haben wir... Ja, es gab keine Diskussion am Anfang, wie wir uns hinsetzen, weil Tore ist eigentlich nicht unbedingt original eine Diskant. Und keiner wollte neben Tore sitzen. Nicht, weil Tore ein Problem hat, sondern weil seine Diskant sehr laut ist. Und wir sind halt harmonische Flöten, wir können das nicht so haben. Ja, dann haben wir die Sopranflöte mit der Stimme Sopran 1. Vielleicht einmal die alle aufzeigen, Sopran 1. Sopran 2, die Sopran 3, Jenny, darfst du deinen Kopf machen? Die Alt 1, schönste Flöte natürlich, die Alt 2, könnt auch dazu, geiles Ding, und Tenor, das sind immer die düsteren, ich bin so bassmäßig. Ja, dann haben wir die Abteilung Rhythmik, einmal die Trommel, vielleicht nicht ganz hochheben. Ja, hinten haben wir die große Trommel, im Volksmund wird die auch gerne Pauke genannt, Joshua. Dann haben wir zweimal das Becken mit René und Florian und Mignost am Kesselbock. Die bitte einmal hochheben. Ja, kommen wir zum nächsten Stück, Rule Britannia. Ist eigentlich die heimliche oder zweite Nationalhymne der Briten. Und ich glaube auch jedem bekannt. Ja, ich habe es mir heute Morgen beim Duscheputzen mal reingezogen. Also die Melodie kennt man wirklich. Und vor allem gehen die voll dabei ab. Keiner kennt den wirklichen Text, aber den Refrain kennen sie alle. Rule Britannia, Britannia rule the wave. Britain's never gonna be slaves. Irgendwie sowas in die Richtung. Bei Last Night of the Proms und dann habe ich mir das bei YouTube heute Morgen mal reingezogen und denke so, okay, da ist jetzt so ein Sänger und der ist so opernmäßig unterwegs gewesen, ne? Also ziemlich hoch und ich dachte, okay, eine heimliche Hymne ist das jetzt irgendwie nicht, ne? Und dann kam der Refrain und auf einmal kommen die Flaggen raus, einzeln ab wie Schmidts Katze, so ähnlich wie das Weser, die bei uns, ne? Also echt cool. Ja, wir haben uns vorher abgestimmt, ich wollte es nicht sehen. Aber ich werde es gerne übersetzen. Also, herrsche Britannien, Britannien herrscht über die Wellen. Briten werden niemals Sklaven sein. Und ich glaube, das ist gerade aktueller denn je. Ja, der Brexit, ein Grund ist ja, dass sie sich nicht zum Sklaven von Europa machen wollten. Und naja, von daher glaube ich, ist das sehr aktuell. Ja, und danach dem Lied spielen wir auch noch das Lied Irish Folk. Also, wir bleiben auf den Inseln unterwegs. Das ist auch ziemlich bekannt, das ist ein Medley und hat verschiedene Stücke in sich, von denen man auf jeden Fall die Melodie kennt. Vielleicht nicht unter diesem Originaltitel wie Lord of the Dance oder Dirty Old Town, zumindest ist das bei mir noch nicht angekommen. Aber wir brauchen das Publikum. Ach so, ja, die Melodie kennt man, ne? Und bitte klatschen dabei. Das wird super, wirklich. Also, habt ihr gehört? Ralf gibt den Einsatz. Ja, aber vorerst zuerst ein Rule Britannia. Viel Erfolg oder viel Spaß dabei. Viel Erfolg uns.
immer so schnell. Ja, als nächstes kommt das Stück Berliner Luft. Von der Melodie her ist das sicherlich allen bekannt. Da muss man auch irgendwie so auf den Händen mitpfeifen. Es gibt ein paar, die das hier mitmachen, vielleicht könnt ihr euch da anschließen. Wurde noch hingewiesen bei meiner Moderation hier, was man noch dazu sagen könnte. Absolutes Abstürzgetränk, dieses Ding. Kennt ihr Berliner Luft als Getränk? Ist ja super lecker, ne? Aber geht gar nicht den nächsten Tag, wirklich. Für alle, die sich hier vielleicht noch im Kreis dran erinnern können, Altenbergen-Jubiläum vom Schneemannzer. Ja, dann können sich so einige von uns angesprochen, weil Berliner Luft hat uns aus dem Leben genommen. Umso witziger war es, als wir dann ungefähr ein halbes Jahr später dieses Stück gelernt haben, weil das war dann so, oh mein Gott, das verfolgt einen. Ja, und danach geht es um weiteren Höhepunkt, nämlich Leichte Kavallerie. Das ist einer unserer schwersten Stücke, glaube ich, wenn ich das so sagen darf. Und das braucht echt eine gute Übungsbeteiligung. Wir haben im letzten Jahr, ich habe einfach mal ein bisschen mitgeguckt, wir haben so weit mehr als 30, ich glaube 35 Personen im Schnitt in dem letzten Jahr pro Monat gehabt. Das ist eine unglaublich gute Übungsbeteiligung. Und genau für dieses Konzert, wo wir mehrere Monate schon üben, haben wir jetzt nochmal dreimal in diesem Jahr gehabt. Und das war ein Wahnsinn, weil wir waren im Schnitt 48 Personen. Wir haben den kleinen... Ja. Wissen, wie laut es dann nach oben war und wie wenig Luft wir nachher hatten. Das war schon echt Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil ich gerade sagte, 48 war der Schnitt. Bisher war das Allzeithoch und immer eigentlich unangefochten 48 Leute beim Üben. 2004, als wir noch für die deutsche Meisterschaft geübt haben, da waren wir einmal 48. Und letztes Wochenende haben wir es, wer es auch gelesen hat in den sozialen Medien, haben wir 51 Leute beim Üben gehabt. Das war einfach der Knaller. Ja, und im Anschluss an die Berliner Luft spielen wir auch direkt die leichte Kavallerie, was Carsten ja gesagt hatte. Und Carsten, wolltest du nicht noch eine Geschichte dazu erzählen? Eigentlich könntest du sie jetzt erzählen. Nein, ich kann nur das Zwischending. Ja, und auch hier gibt es wieder eine Geschichte zu erzählen, die Ralf uns natürlich erzählt. Und wer so die Schlachtfelder in den 19. Jahrhundert so kennt, Infanterie, das sind die Fußtruppen, die sich da behakeln und Scharmütze liefern. Und wenn dann die Kavallerie kommt, das war immer das stärkste Regiment und dann war, wenn das die eigene Kavallerie war, meistens auch immer die Rettung. Und das hört man jetzt im Stück auch wieder, es ist ein kleines Handgemengel und dann kommt die Kavallerie. Man hört die Pferde kommen und irgendwann wird es dann auch ein bisschen trauriger, nämlich... Das Pferd stirbt. Genau, der Reiter wird abgeschossen, das Pferd stirbt, die Kanonen hallen, es wird traurig und dann, wenn man meint, es geht gar nichts mehr, kommt die zweite Welle und kommt wieder die Kavallerie. Und ja, lasst euch überraschen, wie es sich anhört. Überraschen ist gut. Das ist ein kleiner Insider auf der Probe. Wir haben ja vorher ein bisschen geprobt und ich sag mal so, das Pferd ist nicht so gut galoppiert. Für die Fußballfans unter euch, Eintracht Frankfurt spielt diese Melodie immer, wenn sie ein Tor geschossen haben. Also der eine oder andere wird es vielleicht kennen.
Thank you.
Uns beiden bleibt eigentlich nur Danke zu sagen. Schön, dass ihr da wart. War wirklich schön mit euch. Und dieses Bild von hier vorne muss man echt sagen, hinten stehen sehr viele, oben stehen welche. Das ist wirklich ein tolles Bild von hier vorne. Ja, vielen Dank nochmal fürs Kommen. Und man kann da auch schön versacken. wir haben letztes Mal auf dem Neujahrskonzert Spenden gesammelt für eine neue Pauke für Joshua, weil die alte beim Marschieren immer so super schwer war. Die haben wir auch mittlerweile angeschafft. Also nochmal herzlichen Dank dafür. Und dieses Jahr sammeln wir auch wieder, aber nicht für eine Pauke, sondern für eher was Elementareres. Besonders was so die Frauen angeht, glaube ich, ist so. Ja, wir wollen im Vereinsheim die Toilettenanlage neu bauen. Also dazu werden wir nach unserem letzten Stück unsere beiden Süßesten natürlich wieder nach vorne schicken mit diesen kleinen Körbchen, wo man was reinschmeißen kann. Wir haben eben auch noch mal ein bisschen geübt, wie schön die gucken können und so und wie toll die Augen machen können. Die können auch unglaublich böse gucken. Also die werden dann im Anschluss an das nächste Stück, werden die nach hinten gehen und dann gibt's auch, also haben sie die Gelegenheit, wenn sie wollen, ein bisschen was zu geben. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es Ihnen gefallen hat. Wir haben jetzt noch ein Stück auf Lager, das ist der Schneewalzer. Ich weiß nicht, ob so viele noch Schnee wollen. Ich gehe auf jeden Fall zu den Schneefanatikern und es war mir noch zu wenig, vor allem weil ich in Steinheim wohne und da ist nie was. Ihr habt ja wenigstens hier noch ein bisschen was. Und deswegen den Schneewalzer wollen wir noch mal ein bisschen locken. Viel Spaß. Thank you.
Dann spielen wir als Zugabe eines der bekanntesten Konzertmärsche aus Deutschland, Hochheit.
und waren uns nicht ganz einig, ob Hochheiligsburg als schön deutsches Konzertstück oder etwas, was in diesem Jahr ein bisschen traurig war in Deutschland, deutsche Industriegeschichte. Das letzte Mal, dass ein Steiger unten unter Tage war und ein Stück Kohle nach oben geholt hat. Und wenn ihr möchtet, spielen wir vor euch noch einmal Steigerlied.